Das sieht machbar aus. Schön hier. Schau mal, Sachen. Alles zerbrochen. Vergessen. Sehr traurig. Vielleicht Rache. Tollpatsch, Tollpatsch. Ein bisschen, ja. Lump macht Feuerschüsse. Du bringst Holz, ja? Okay, das kann ich machen. Was ist, Menschlein? Es ist nur, ich habe mich daran erinnert, ich für die älteste Holz gesammelt habe. Ich hoffe, es geht ihr noch gut. Nichts. Reparieren? Brechen? Ah. Okay. Woher kommst du, Lump? Ich weiß nicht mehr. Kannst du dich denn an gar nichts erinnern? Lump erinnert nur Wut. Dann du, Menschlein. Achso, nee, zerstören, Entschuldigung. War gerade ein bisschen abgelenkt. Cool finde ich, dass man mitarbeiten muss. Also man kann nicht einfach das Wort drüber halten, dann zerbricht das, sondern dass man das so dingens muss, hier so dagegen hauen, so richtig. Bäm. 17 von 20. So war das nicht gemeint. Ach so. Nö, aber schweben vielleicht. Aha. Wir haben Holz gefunden. Okay, das sollte reichen. Okay, Lump legt los. Sollten vielleicht ein Stück beiseite gehen. Uralte Energien beschwor. Ins Jenseits gegriffen. Das fühlt sich so gut an. Schon wieder? Es waren doch nur ein paar tausend Jahre. Ist es nicht wunderbar, wieder das Licht zu sehen, die Sonne zu spüren? Ich hatte es mir gerade im Heuen nichts gemütlich gemacht. Wer seid ihr beide? Oh, Uralte! Dachte ihr nur eine Legende? Nein, nein, meine kleine Freundin, wir sind ganz echt. Nein, wir sind nicht. Bittet euch bloß was ein, haut jetzt ab! Jetzt, wo wir hier sind, wie können wir euch helfen? Lump, die können uns dabei helfen, den Drachen zu erwischen. Hm. Aber wie im Leben gibt es auch auf diesem Markt nichts umsonst. Du musst der Flamme drei Opfer bringen. Sollen wir? Wenn das Menschlein hilft, wenn Menschlein dann glücklich, dann Lumpi sagt, tu es. Okay. Hau ab. Hallo, schön euch beide zu sehen. Wo sind wir hier? Auf dem Markt der Verlorenen und Vergessenen. Hier enden Dinge, die weggeworfen wurden oder nicht mehr nützlich sind. Nach einer gewissen Zeit waren wir das auch. Niemand kam mehr hierher. Ich dachte, wir würden uns selbst vergessen, aber ihr habt uns wieder zurückgebracht. Du sagst, wir können helfen. Ja, aber um zu geben, müssen wir auch nehmen. Ich habe kein Geld.
Dann gib Güte. Du siehst heute Abend wunderbar aus. Ich werde alle über euch erzählen. Niemand wird dich hier wieder vergessen. Du bist so schön flauschig. Ich könnte dich den ganzen Tag lang drücken.